Mein Name ist Nina Frau Hamtschik, ich bin Gemeinderätin der SPÖ Wien und bin aktiv im 7. Bezirk bei der SPÖ Neubau. Ein zentrales Anliegen ist mir, dass Frauen in der Politik stärker vertreten sind, genauso stark wie die Männer. Wir feiern heuer 100 Jahre Frauenwahlrecht. Gleichzeitig haben wir viele Funktionen in unserer Republik, die noch nie oder nur sehr selten von Frauen besetzt waren. Einer davon ist die Funktion der Nationalratspräsidentin. Ich war 24 Jahre alt, als 2006 Barbara Brammer Nationalratspräsidentin wurde, die erste in Österreich. Bis heute ist es so, dass mehr Männer mit dem Namen Leopold diese Funktion innehatten als Frauen zusammengerechnet. Und dementsprechend gibt es hier noch ganz viel zu tun. Frauen müssen viel stärker in der Politik repräsentiert sein. Eine zentrale Forderung des Frauenvolksbegehrens ist, dass sowohl auf den Wahllisten als auch in den Funktionen ausreichend Frauen repräsentiert sind. Barbara Brammer hat gesagt, die Lebensbedingungen von Frauen werden sich nur dann verbessern, wenn sie auch am Verhandlungstisch sitzen. Und genau deshalb brauchen wir mehr Frauen in der Politik, die mitentscheiden, die mitreden und damit auch die Lebensbedingungen verbessern. Österreich hatte noch nie eine Bundeskanzlerin oder eine Bundespräsidentin. Eine Frauenquote hilft, das zu ändern. Unterschreibe für eine gerechte Verteilung der Macht. Frauenvolksbegehren vom 1. bis zum 8. Oktober.